Nachdem wir uns letzte Woche mit Algorithmen für reguläre Sprachen beschäftigt haben, also insbesondere Algorithmen für endliche Automaten, einerseits hatten wir nochmal die Erkennungsalgorithmen angeschaut. Der endliche Automat ist selbst ja schon Erkennungsalgorithmus gewesen, aber bei nicht-deterministischen Automaten war es gar nicht so trivial, den anzuwenden. Also haben wir da verschiedene Algorithmen angeschaut, Backtracking-Verfahren, parallele nicht-deterministische Simulation des Automaten. Vor allem ging es dann aber auch um Algorithmen in dem Sinne, dass Automaten transformiert werden durch diese Algorithmen. Also automatisch aus dem regulären Ausdruck einen endlichen Automaten zu erstellen oder einen nicht-deterministischen in deterministischen umzuformen und so weiter. Heute beschäftigen wir uns in ähnlicher Weise mit den kontextfreien Grammatiken, also den Beschreibungsmodellen für kontextfreie Sprachen. Da hatten Sie im Wintersemester eigentlich noch gar nichts über die Algorithmen erfahren. Sie haben ja kontextfreie Grammatiken geschrieben, hatten die auch angewendet mit Hilfe von einem Parser, der in NLTK implementiert ist. Wir haben aber gar nicht darüber geredet, wie so ein Parser eigentlich funktioniert. Also wir haben eigentlich noch gar keine Erkennungsalgorithmen. Und das ist ein Kern der heutigen. Es wird aber auch um Algorithmen gehen, mit denen Grammatiken in andere Formen überführt werden können, die dann für zum Beispiel für die Erkennungsalgorithmen effizienter sind. So, hier der Überblick. Fangen wir an mit einer kleinen Erinnerung, ob Sie sich noch an alle Details der kontextfreien Grammatik erinnern. Die kontextfreie Grammatik ist formal ein Fünftupel, besteht also aus fünf Elementen. Wir hatten erstmal müssen wir definieren, über welche Sprache die Grammatik definiert ist, also das Alphabet, den Zeichenvorrat, den wir wie üblich mit Sigma bezeichnen. Hier sehen Sie immer ein Beispiel dafür, also ich habe hier jetzt ein konkretes Beispiel in der Grammatik, die einfache arithmetische Ausdrücke analysieren kann, also sowas wie x plus y mal z oder dasselbe vielleicht auch mit festen Zahlen werden. Also der erste Bestandteil ist die Definition des Alphabets. Der zweite Bestandteil ist die Definition der Variablen der Grammatik. Variablen stehen ja für Konstituenten, für Teilwörter, die selbst wieder eine gewisse Unabhängigkeit haben, die Bestandteil einer größeren Analyse sein können. Und die Variablen definieren verschiedene Typen von solchen Konstituenten. Also wir haben zum Beispiel hier Variablen S, T, F und N. S ist immer die ist traditionell das Startsymbol, steht also für eine komplette Analyse, für ein komplettes Wort der Sprache. Teilkonstituenten sind hier T. Es bietet sich natürlich an, die so zu benennen, dass man sie auch leicht merken kann und erkennbar ist, was gemeint ist. T steht hier für einen Term. Ein Term entsteht durch Addition von Zahlen. F steht für einen Faktor, der durch Multiplikation entsteht. Und der Grund, warum wir Terme und Faktoren unterscheiden, ist, dass wir die korrekten Präzedenzregeln wollen, also die Punkt-vor-Strich-Regel in der Arithmetik. N steht schließlich für eine Zahl. Hier in dieser Grammatik haben wir dann nur numerische mathematische Variablen als Zahlen. Also sowas wie ein kleines x oder y kann hier substituiert werden und keine tatsächlichen Konstantwerte. Eine der Variablen muss als Startsymbol identifiziert werden. Also traditionell die Variable s, aber Sie können natürlich auch jede andere Variable als ein Startsymbol benennen. Und der letzte und wichtigste Bestandteil, sorry, ich hatte vorhin Quintupel gesagt, das ist nur ein Quadrupel aus vier Elementen. Der letzte Bestandteil sind die Produktionen oder Ersetzungsregeln. Die bestehen jeweils, haben auf der linken Seite der Ersetzungsregel genau eine Variable und auf der rechten Seite eine beliebige Folge von Variablen und Zeichen oder wie es im Rahmen der kontextfreien Grammatik oft gesagt wird, Nicht-Terminalsymbolen und Terminalsymbolen. Genau, solche beliebigen Folgen von Terminalsymbolen, Nicht-Terminalsymbolen sind formal Wörter aus über dem Alphabet, das als Vereinigung von Sigma und V entsteht, als Vereinigung der Symbole, der Zeichen und Variablen. Und mathematisch war ja das das freie Monoid, also die Menge aller beliebigen Wörter. Insbesondere ist auch das leere Wort mit gemeint. Also die rechte Seite der Regel kann auch das leere Wort sein. Und wir bezeichnen solche Folgen von Terminal- und Nicht-Terminal-Symbolen als Terme. Die werden jetzt an verschiedenen Stellen immer wieder vorkommen. Und hier zum Beispiel Grammatik habe ich also diese Inventar von Regeln. Da es sehr lästig ist, die alle untereinander aufzulisten, ist die Konvention, dass Regeln, die die gleiche linke Seite haben, in als Kurzform zusammengeschrieben werden können, wobei die verschiedenen rechten Seiten durch senkrechte Striche abgetrennt sind. Also hier haben wir vier Regeln vorliegen. Achtung!
Plus und Klammern hier sind nicht Teil der kontextfreien, der Syntax kontextfreier Grammatiken, sondern tatsächlich Symbole in der Sprache, die analysiert, die durch die Grammatik beschrieben wird. Die Ableitung, das Wesentliche, was wir mit den Grammatiken denn machen können, ist Wörter abzuleiten. Eine Ableitung besteht darin, dass man, und hier also wieder, unser Ziel ist jetzt das Wort, also den Ausdruck A plus B mal X plus Y abzuleiten, um zu zeigen, dass der tatsächlich durch unsere arithmetische Grammatik lizenziert ist. Damit haben wir eigentlich eine Syntaxprüfung für arithmetische Ausdrücke. Also dadurch ist sichergestellt, dass das ein korrekter arithmetischer Ausdruck ist, bezüglich unserer Grammatik. So eine Ableitung beginnt immer mit dem Startsymbol, also wir fangen an bei S und wenden dann auf dieses Symbol eine der Ersetzungsregeln. Hier habe ich schon die erste Regel hingeschrieben, denn für Startsymbol gibt es ja nur eine Ersetzungsregel, also wende ich diese Regel an. Das funktioniert so, dass ich die linke Seite nehme, wo auch immer die linke Seite steht, im aktuellen Zwischenergebnis wird diese durch die rechte Seite der Regel ersetzt. So, damit habe ich jetzt als ersten Zwischenschritt einen Term erreicht, der nur aus der Variablen t besteht. Jetzt kann ich eine Regel für die Variable t anwenden. In dem Fall habe ich vier Regeln zur Auswahl, also alle Regeln, alle Produktionen, die t auf der linken Seite haben, also entweder in t plus t, t in Klammern, ich kann es als ein n oder ein f, also ein Faktor, oder mit Zahlenvariable umschreiben. Wenn wir uns anschauen, was wir hier erhalten wollen, dann macht eigentlich nur eine dieser Regeln Sinn, denn wenn Sie in der Arithmetik erinnern, auf der obersten Ebene ist es ja die Summe aus dem Wert von a und diesem komplexen Ausdruck, das heißt auf der obersten Ebene ist dieser arithmetische Ausdruck eine Summenbildung. Also muss ich diese Regel auswählen. Anwendung bedeutet wieder, ich ersetze das t hier durch die rechte Seite, also durch den Term t plus t. Und jetzt habe ich ein Zwischenergebnis erreicht, das tatsächlich ein Term im engeren Sinne ist, also eine Mischung aus Terminal- und Nicht-Terminal-Symbolen. Das ist der Normalfall, dass die Zwischenergebnisse in der Ableitungskette solche Mischungen aus Terminal- und Nicht-Terminal sind. An dieser Stelle kann ich mich nun dafür entscheiden, gibt es jetzt eigentlich zwei Variablen intern, die ich ersetzen kann, entweder das linke t oder das rechte t. Es ist egal, welches ich nehme, zuerst nehme. Letztlich will ich natürlich alle Variablen ersetzen, denn das Endergebnis der Ableitung soll ja ein Wort sein über dem Alphabet Sigma, also dürfen zum Schluss nur noch Terminalsymbole vorkommen. Gut, also nehmen wir zum Beispiel mal das rechte T. Der rechte komplexe Term hier, der ist ein Produkt von zwei Teilen, also muss ich diese Regel möchte ich eigentlich anwenden. Die kann ich aber nicht, weil ich ja nicht auf der linken Seite ein T habe, also brauche ich erstmal so eine Ersetzungsregel, dass ein T auch in F überführt werden kann. Damit kriege ich dieses Zwischenergebnis und jetzt habe ich hier eine Variable f stehen, für die ich die gewünschte Regel f geht nach f mal f anwenden kann. Ersetze also, alles andere in dem Ausdruck bleibt gleich, in diesem Term bleibt gleich, nur das f wird durch f mal f ersetzt und damit kriege ich diese Struktur t plus f mal f. Sie sehen, bei so einer Ableitung entsteht eigentlich Schritt für Schritt die Struktur des Ausdrucks von einer Grobstruktur zu einer immer feineren Struktur. Und so geht es weiter. Das rechte f ist wieder eine Summe, die in Klammern geschrieben werden muss, also brauche ich jetzt die Regel. F kann sein ein Term in Klammern. Dann kann ich dieses t, will ich eine Summe haben, wieder durch t plus t ersetzen und so weiter. Hier ist eigentlich die Struktur des Ausdrucks schon festgelegt. Jetzt muss ich nur noch zwei Sachen machen. Erstens, also das entspricht jetzt genau der Struktur des abzuleitenden Wortes. Jetzt muss ich nur noch dieses t hier durch das Symbol a, also das Terminalsymbol a setzen, f durch b, das t durch x und das t durch y. Das geht wieder nicht unmittelbar, denn ich habe solche Regeln ja nur für die Variable n. Also nur, also ein einzelnes Terminalsymbol kann nur eine Konstituente der Kategorie n bilden. Deswegen muss ich erst diese Ersetzung vornehmen, t zu n, f zu n, t zu n und t zu n. Das sind jetzt vier einzelne Ersetzungsschritte. In jedem Schritt darf ich ja nur eine Produktion auf eine Variable in dem aktuellen Term anwenden. Und weil es lästig wäre, die alle hinzuschreiben, ja klar ist, was passiert, kürzen wir das ab und ersetzen die alle gleichzeitig. Das heißt, wir machen hier eigentlich vier Ableitungsschritte,
die wir zusammenfassen. Und die übliche Notation ist dieses Ableitungssymbol gefolgt von einem Stern im Sinne des Clean Star. Das heißt, beliebig viele Ableitungsschritte. Und wird interpretiert aus, ich kann aus diesem Term anhand der Grammatik ableiten, indem ich beliebig viele geeignete Ableitungsschritte durchführe. Sollten Sie natürlich nur machen, wenn Sie was aufschreiben, wenn dem Leser auch sofort ersichtlich ist, welche Ableitungsschritte das sein müssen. So, und jetzt kann ich nochmal in vier weiteren Schritten die vier Variablen n durch geeignete Terminalsymbole ersetzen. Das sieht dann so aus. In diesem Punkt besteht mein Term nur noch aus Terminalsymbolen, das heißt, ich kann keine weiteren Produktionen anwenden. Und das ist genau der Grund, warum die Terminalsymbole heißen. Also die Terminalsymbole, die terminieren die Ableitung, weil darauf keine Produktion angewendet werden kann. Und die Nicht-Terminale, auf die können eben noch Produktionen angewendet werden. Also eine vollständige Ableitung besteht darin, dass wir mit dem Startsymbol anfangen, irgendwelche zulässigen, sich in jedem Schritt eine Variable aussuchen, die noch im Term steht, eine zulässige Produktion aussuchen und die anwenden und terminieren, wenn keine Variablen mehr im Term vorhanden sind. Dieses entstandene Wort, das ist dann aus dem Startsymbol abgeleitet worden. Man schreibt da auch kurz, indem man das Ganze zusammenfasst, aus dem Startsymbol lässt sich das Wort W ableiten. Also hier die komplette Ableitungskette in einen Schritt, beziehungsweise dieses Symbol zusammengefasst. Auf Deutsch sagen wir da, W ist aus S ableitbar bezüglich der gegebenen Grammatik. G ist immer in Bezug auf die Grammatik. Solche Ableitungsketten sind jetzt keine sehr intuitive Darstellung und ein Problem ist, dass sich sehr viele verschiedene Ableitungsketten bilden können. Wenn ich nämlich hier zuerst mal das linke T ersetzt hatte anstelle des rechten T, dann hätte ich eine andere Ableitungskette gekriegt. Das Endergebnis wäre eigentlich das gleiche und letztlich beschreiben die auch die gleiche Struktur. Ich wäre in beiden Fällen auf dieses Zwischenergebnis gekommen, aber formal sind es verschiedene Ableitungsketten. Deswegen wählt man oft eine andere Darstellung, nämlich einen solchen Ableitungsbaum. Für alle Ableitungsketten, die sich nur durch eine Änderung der Reihenfolge der Schritte unterscheiden, der Ableitungsschritte unterscheiden, bekomme ich genau denselben Ableitungsbaum. Also der Ableitungsbaum stellt die wesentlichen Unterschiede in der Struktur, die Grammatik zuweist, dar, ohne jetzt auf die spezielle Reihenfolge einzugehen. Die vielen verschiedenen Ableitungsketten, die zu diesem selben Baum führen, die beschreiben eben eine verschiedene Reihenfolge, wie der Baum aufgebaut wird. Ob ich jetzt hier oben dann erst den rechten Teilbaum expandiere, wie wir es gemacht haben, oder wenn ich erst das linke Symbol expandierte, dann ich erst den linken Teilbaum expandiere. So. Und wenn ich jetzt die Reihenfolge der Expansion der Anwendung von Regeln genau festlege, zum Beispiel festlege, es muss immer die am weitesten links stehende Variable ersetzt werden, dann gibt es zu diesem Ableitungsbaum nur noch eine Ableitung, nur noch eine zugehörige Ableitung. Sowas nannte man dann eine Linksableitung. Und hier zwischen Linksableitung und Ableitungsbaum gibt es dann tatsächlich so ein 1:1 Verhältnis. Das heißt, wenn wir am Computer das implementieren, werden Sie da wahrscheinlich keine Bäume bauen, sondern Sie würden eher Ableitungsketten, Linksableitungen bilden. Für uns ist es immer wesentlich schöner, das als Baum darzustellen, weil es viel intuitiver ist und Struktur klar ersichtlich ist. Das ist ein wichtiger Begriff. Gut. Das Wesentliche, was wir aber bekommen haben, ist, dass wir wissen, anhand eines solchen Baumes, dass das Wort W gleich A plus B mal X plus Y durch die Grammatik G lizenziert ist. Das heißt, es gehört zu einer Sprache, die durch die Grammatik beschrieben wird. Also eine kontextfreie Grammatik beschreibt eine formale Sprache, die aus genau den Wörtern besteht, die sich irgendwie aus dem Startsymbol ableiten lassen. Also formal kann man das so hinschreiben. Können wir mal kurz zurückdenken an die formalen Grundlagen aus dem ersten Semester. Das ist eine intentionale Mengendefinition. Und zwar definiere ich diese Menge als eine Teilmenge aller möglichen Wörter über den gegebenen Alphabet, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Die Bestimmung steht hier rechts, nämlich, dass sich das jeweilige Wort W aus dem Startsymbol ableiten lässt. Genau genommen müsste ich hier noch hinschreiben, irgendwie ein G dazu malen, weil es bezüglich der Grammatik G ist, aber meistens ist es im Kontext klar, welche Grammatik wir meinen und wir schreiben einfach nur hin, ist ableitbar aus S. So. In dem Sinne erzeugt eine kontextfreie Grammatik eine Sprache, beziehungsweise erzeugt die Wörter eine Sprache in Form von Ableitung der Wörter. Deswegen bezeichnen wir solche Grammatiken auch als generative Grammatiken. Also wenn Sie in der Linguistik, in der Syntax von generativer Grammatik sprechen,
sind damit eigentlich solche CFG-ähnlichen Formalismen gemeint, die zulässige Sätze. Es geht hier ja um formale Wörter und bei der Anwendung auf syntaktische Analysen sind diese Wörter dann komplette Sätze, die einzelnen Symbole sind linguistische Wörter. Also wir sprechen hier von generativen Grammatiken. Und weil diese Grammatik eben eine generative Beschreibung ist, haben wir damit noch keinen Erkennungsalgorithmus. Also wenn Sie eine Grammatik haben, die kontextfreie Grammatik dastehen haben und ein Wort W vorgelegt bekommen, dann ist es nicht klar, wie Sie entscheiden können, ob das Wort W zu der Sprache gehört oder nicht. Bei der einfachen Grammatik hier, wenn Sie die mal verstanden haben, dann können Sie relativ leicht nachprüfen, ob das ein zulässiger arithmetischer Ausdruck ist. Wenn die Grammatik aber weniger intuitiv ist, werden Sie feststellen, ist es sogar von Menschen oft sehr schwer, das zu entscheiden. Und für den Computer fehlt uns also ein geeigneter Algorithmus dafür. Genau, letzte Woche hatten wir ja die regulären Ausdrücke. Auch, die sind in diesem Sinne auch generative Grammatiken. Grammatiken, die Wörter, die zur Sprache gehören, erzeugen können, beziehungsweise diese Wörter beschreiben. Die endlichen Automaten waren dann der Erkennungsalgorithmus. Und wie bei den regulären Sprachen definieren wir auch die Menge aller Sprachen, die sich durch kontextfreie Grammatiken beschreiben lassen, als die Klasse der kontextfreien Sprachen. Wie Sie aus dem Wintersemester auch noch wissen sollten, bilden die kontextfreien Sprachen eine Obermenge der regulären Sprachen. Es gab ja so einen Trick, wie wir zu jedem regulären Ausdruck eine kontextfreie Grammatik formulieren konnten, die genau dieselbe Sprache akzeptiert oder beschreibt. Und dann gab es aber die, einmal brauche ich die Tafel, doch, die berühmte A hoch N, B hoch N Sprache, die also die einfachste Form von Klammerausdrücken beschreibt, für die man zeigen kann, mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die eben nicht durch einen regulären Ausdruck beschrieben werden kann, vollständig, aber mit einer sehr einfachen kontextfreien Grammatik. Das waren jetzt mal so die wichtigsten Sachen, an die Sie sich erinnern sollten. Worüber wir vielleicht etwas weniger ausführlich gesprochen hatten damals, was aber auch sehr wichtig, was jetzt relativ zentral ist, ist der Begriff der Äquivalenz. Man nennt zwei Grammatiken äquivalent, beziehungsweise genau gesagt formal oder schwach äquivalent, wenn sie genau dieselbe Sprache beschreiben. Also wenn L von G1 identisch zu L von G2 ist. Das ist auch wieder nicht trivial zu sehen. Man könnte ja denken, okay, ich sehe Grammatik an, ob das die gleiche ist. Aber Sie können tatsächlich dieselbe Sprache oft durch sehr viel strukturell auch sehr verschiedene Grammatiken beschreiben, denen es auch wirklich nicht anzusehen ist, ob sie formal äquivalent sind. Das waren auch eines der Themen der Theorie der formalen Sprachen zu untersuchen. Gibt es Verfahren, mit denen man automatisch entscheiden kann, ob zwei kontextfreie Grammatiken dieselbe Sprache beschreiben und so weiter. Da wollen wir gar nicht vertieft reingehen. Das sind zum Teil schon recht komplexe Algorithmen. Die Problematik sollte uns aber bewusst sein. Also hier ist zum Beispiel eine zweite, viel einfachere Grammatik, die, wenn Sie genau hinstehen, sehen, versteht die nichts von Punkt vor Strich. Die behandelt Addition und Multiplikation völlig äquivalent zueinander. Sie ist trotzdem schwach äquivalent zu unserer ersten Grammatik G1, denn sie akzeptiert auch genau die zulässigen arithmetischen Ausdrücke. Also das ist formale Äquivalenz. Der Unterschied ist, dass wir in G2 zwei Ableitungsbäume bekommen. Ein Baum, bei dem ich erst die Multiplikation durchführe, jetzt für dieses Beispiel x plus y mal z. Das ist der linke Baum, das sehen Sie, wird erst aus y mal z ein Konstituent gebildet. Hier rechts wird erst aus x plus y ein Konstituent gebildet und dann mit z multipliziert. Eine typische Anwendung so einer Grammatik wäre, dass Sie sich ein einfaches Taschenrechnerprogramm schreiben wollen. Das funktioniert so, Sie machen erst die Analyse und dann können Sie in diesem Parsebaum von unten nach oben den Zahlenwert berechnen. Also hier schreiben Sie dann den Wert von y, hier den von z rein, hier kommt dann das Produkt aus y mal z rein und so weiter. Das bedeutet aber, dass Sie hier natürlich einen anderen Wert berechnen, hier den korrekten Wert, der die Punkt-vor-Strich-Regel befolgt, hier einen falschen Wert. So. Also formal sind die beiden äquivalent, weil sie dieselben Wörter akzeptieren, oder dieselbe Sprache beschreiben, aber sie sind eben nicht strukturell äquivalent. Grammatiken, die auch strukturell äquivalent sind, nennt man stark äquivalent. Das ist ein Unterschied zwischen schwacher und starker Äquivalenz. Da wir es heute relativ formal sehen, geht es uns primär um schwache Äquivalenzen, wenn wir von Umformung von Grammatiken sprechen oder äquivalenten Grammatiken. Ich werde darauf aber nochmal hinweisen. In sprachwissenschaftlichen und computerlinguistischen Anwendungen interessiert uns natürlich viel stärker oft
die starke Äquivalenz, es geht uns ja viel mehr darum, die Struktur von der Eingabe festzulegen, als zu entscheiden, ob die jetzt grammatisch korrekt ist oder nicht. Jetzt gibt es eine Sache, ich hatte vorhin mal kurz erwähnt, dass das, was auf der rechten Seite steht, dieser Term, auch ein leeres Wort sein darf. Eine beliebige Folge von Terminalen, Nicht-Terminal-Symbolen. Solche Produktionen, die auf der rechten Seite ein leeres Wort haben, nennt man Epsilon-Produktionen. Im Englischen auch Empty Productions, also leere Produktionen. Der Grund ist, dass mit solchen leeren Produktionen können Sie Variablen löschen aus Zwischenergebnissen. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwie so ein Zwischenergebnis habe und jetzt A ersetze mit einer leeren Produktion, dann ist die Variable danach einfach verschwunden. Und insbesondere ist dieser Term auch kürzer geworden. Bei dem Beispiel, das wir vorher gemacht haben, sind Terme immer nur länger geworden oder gleich lang geblieben. Nur wenn Sie leere Produktionen haben, können die zwischendurch auch kürzer werden. Etwas anderes, was unbequem, und das ist sehr unbequem, sind Kettenproduktionen, wo eine Variable einfach nur durch eine andere Variable ersetzt. Das sind Umbenennungen. Das sagen Sie zum Beispiel, das haben wir ja an dem Beispiel, t geht nach f oder t geht nach n, das sagt einfach, eine Konstituente vom Typ Term kann eine Konstituente vom Typ Faktor sein oder einfach eine Zahl sein. Also im Prinzip sind es so Konstituenten, Äquivalenzen, die da beschrieben werden. Sieht jemand, was das Problem ist, warum das Ganze so unbequem ist? Ist wahrscheinlich ohne Erfahrung im Parsing noch nicht so zu erkennen, werden wir gleich noch ein bisschen folgen. Also bei Epsilon-Produktion ist das Problem, dass die Terme eben kürzer werden können und ich damit eigentlich nicht weiß, wie lang die Ableitungskette werden kann. Und Kettenproduktion ist ein ähnliches Problem. Wenn ich mehrere Kettenproduktionen habe, kann ich solche Schleifen kriegen. Also von A nach B, nach C und zurück nach A. Und das kann ich jetzt ja natürlich beliebig oft wiederholen. Dadurch kann ich in der Ableitung eine Endlosschleife produzieren. Dann würde ich hier das durch ein B ersetzen, durch ein C und dann wieder durch A ersetzen. Und so kann ich das beliebig lang wiederholen. Das bedeutet, die Länge von so einer Ableitung ist nicht mehr begrenzt. Wenn ich weder Epsilon-Produktion noch Kettenproduktion in der Grammatik habe, dann können Sie leicht nachweisen, dass die Ableitung von einem Wort W höchstens zweimal so viele Schritte brauchen kann, wie das Wort lang ist. Denn in jedem Schritt wird entweder ein neues Symbol eingefügt oder es muss mindestens ein Symbol durch ein Terminalsymbol, eine Variable durch ein Terminalsymbol ersetzt werden können. Alles andere wäre entweder eine Löschung, die ich jetzt nicht mehr erlauben will, oder wenn ich eine Variable durch eine andere ersetze, habe ich also eine Kettenproduktion, die ich da nicht erlauben will. Das heißt, ohne die beiden habe ich nur einen begrenzten Suchraum und damit hätte ich mit meinem ganz naiven Erkennungsalgorithmus, nämlich einfach eine Brute-Force-Suche durchführe. Ich probiere alle möglichen Ableitungsketten bis zu zweimal Länge von W-Schritten durch und wenn irgendwo dabei mal W vorkommt, dann gehört es zur Sprache und sonst nicht. Das ist ein sehr ineffizienter Algorithmus, aber es ist immerhin machbar. Mit diesen problematischen Produktionen ist der Algorithmus nicht mehr umsetzbar, weil ich dann unendlich lange Ableitungsketten kriegen könnte. So, und weil die so extrem unangenehm sind, diese beiden Arten von Produktionen, haben wir am liebsten kontextfreie Grammatiken, die diese nicht haben. Und solche Grammatiken bezeichnet man als Normalformen. Also eine Grammatik liegt in Normalform vor, wenn sie weder Epsilon-Produktion noch Kettenproduktion enthält. Damit haben wir schon einiges gewonnen. Wenn man schon dabei ist, solche Einschränkungen zu stellen, kann man es natürlich noch weiter einschränken. Damit kriegt man dann spezielle Normalformen. Eine Normalform, die Sie schon mal gehört haben sollten, ist die Chomsky-Normalform. Die erlaubt nur zwei Arten von Produktionen. Eine Variable wird entweder durch eine Folge von genau zwei anderen Variablen ersetzt, also weder 1 noch 3 noch 4, oder sie wird durch ein einziges Terminalsymbol ersetzt. Und zusätzlich zu den Einschränkungen, die Normalform schon gemacht hat, werden zusätzlich die Einschränkungen gemacht, dass es keine gemischten rechten Seiten geben darf. Also ich darf entweder nur Variablen oder nur Terminalsymbole haben, dass ich eben nur ein Terminalsymbol haben darf und dass es nicht mehr als zwei Variablen auf der rechten Seite geben darf. Über die Vorzüge der Chomsky-Normalform sprechen wir nachher noch. Hier für das Handout eine kurze Zusammenfassung.
Eine andere Normalform, die etwas weniger bekannt ist, ist die Greibach-Normalform. Die wird eigentlich primär in mathematischen Beweisen verwendet und damit lassen sich auch einfache Erkennungsalgorithmen formulieren. Eine Greibach-Normalform erlaubt nur Produktion einer sehr speziellen Form. Die rechte Seite muss mit genau einem Terminalsymbol beginnen und darf danach beliebig viele Variablen haben, insbesondere natürlich auch keine. Also wenn ich hier keine Variable habe, dann habe ich genau diese zweite Form, der Chomsky-Normalform. Ansonsten habe ich aber immer ein Terminalsymbol. Das Besondere, der Grund, warum die Greibach-Normalform so schön ist, wenn Sie eine Ableitung, eine Linksableitung mit der Greibach-Normalform machen, wird in jedem Schritt genau ein Terminalsymbol an der linken Seite angefügt. Und das ist im Prinzip doch so ähnlich wie ein endlicher Automat, als erkenne funktioniert. Also die Greibach-Normalform kann man sich vorstellen als eine Erweiterung des endlichen Automaten. Das ist auch so das Äquivalent zu dem endlichen Automatenerkenner, den wir für reguläre Ausdrücke haben. Also es kann gezeigt werden, dass ich jede beliebige kontextfreie Grammatik in eine formal-äquivalente Grammatik in Chomsky-Normalform umwandeln lässt und auch in eine formal-äquivalente Grammatik in Greibach-Normalform. Diese Umwandlung ist wesentlich komplexer, deswegen schauen wir uns das nicht weiter an, deswegen ist die auch nicht sehr verbreitet. Die Umwandlung in Chomsky-Normalform ist ziemlich einfach und wir werden, wenn wir den Algorithmus nachher durchsprechen, werden Sie sehen, dass die Umwandlung auch die Struktur im Wesentlichen erhält. Wir haben also keine starke Äquivalenz im strengen Sinn, weil sich durch die Einschränkung hier ein bisschen eine andere Struktur ergibt, aber die wesentlichen Aspekte der Struktur, insbesondere ob ein Eingabewort ambig ist oder nicht, verschiedene Analysen hat oder nicht, die bleiben bei der Umwandlung in Chomsky-Normalform erhalten. Also in dem Sinn haben wir tatsächlich sogar eine starke Äquivalenz. So, das war jetzt also die Erinnerung an das Wintersemester. Jetzt geht es primär um die Erkennungsalgorithmen. Wie können wir also gegebene Grammatik und gegeben ein einzelnes Eingabewort entscheiden, ob dieses Wort zur von der Grammatik beschriebenen Sprache gehört? Wir fangen mal ganz naiv an. Also es geht jetzt noch nicht darum, es effizient zu machen, sondern es überhaupt irgendwie mit dem Algorithmus zu machen. Da gibt es jetzt zwei grundlegende Strategien, wie man vorgehen kann. Die eine Ansatz ist der Top-Down-Parser. Also Analysen mit kontextfreien Grammatiken werden oft als Parsing bezeichnet, speziell bei der Anwendung auf Syntax. Und deswegen nennen wir die Erkennungsalgorithmen für kontextfreie Grammatiken auch Parser. Und es wird dann oft auch auf Feature-Grammatiken und so, in Merkmalsgrammatiken und so übertragen. Also ein Top-Down-Parser, also im Prinzip, was wir machen müssen, um das zu entscheiden, ist den richtigen Ableitungsbaum finden, beziehungsweise sonst nachweisen, dass es keinen Ableitungsbaum gibt. Der Top-Down-Parser baut den Ableitungsbaum von oben nach unten, also von der Wurzel ausgehend, wird er nach und nach expandiert. Das bedeutet, wir fangen ja, wie Sie gerade im Beispiel vor bei der Ableitung gesehen haben, es entspricht also der mathematischen Ableitungskette. Wir fangen an mit der Grobstruktur des Wortes. Und dazu, das bedeutet, wir müssen auch verstehen, wie das Wort aussieht. Deswegen kann man sagen, es ist ein zielorientierter Algorithmus, auch ein wissensbasierter, eigentlich ein verständnisbasierter Algorithmus. Das Gegenstück dazu ist der Bottom-up-Ansatz, ein Bottom-up-Parser. Schaut sich einfach das Wort an und versucht dann in dem Wort Teilstrukturen zu erkennen und die in die komplette Struktur zusammen zu führen. Man kann also sagen, es ist ein datenorientierter Ansatz. Wenn Sie in das Lehrbuch von Shravsky und Martin schauen, dann sehen Sie, dass die es dann auch noch mit philosophischen Traditionen in Verbindung bringen. Die sehen also den Top-Down-Parser in der Schule des Rationalismus. Also das ist sozusagen das zielorientierte, wissensbasierte, verständnisbasierte, deduktive Ansatz, während der Bottom-up-Parser in der Schule des Empirismus verstanden wird, weil er datenorientiert ist und eben induktiv Strukturen aufbaut, ohne von dem Gesamtverständnis auszugehen. Ich habe mal zwei einfache Illustrationen gemacht, wie der Algorithmus, jetzt noch nicht als Algorithmus, sondern wie das Prinzip abläuft. Also wir wollen... In der Grammatik haben Sie die Robotergrammatik im Wintersemester schon mal gesehen. Das Beispiel hatten wir, glaube ich, drin. Das ist so eine einfache kontextfreie Grammatik, die Sprachbefehle von sprachgesteuerten Robotern erkennen soll. Befehle wie Give me the red box on the table. Das ist also die Eingabe und wir wollen erstens schauen, ob die Eingabe ein korrekter Befehl ist und zweitens die Struktur dieser Eingabe entschlüsseln, also einen Analysebaum oder einen Ableitungsbaum dafür erstellen.
So. Beim Top-Down-Ansatz gehen wir zielorientiert davon aus, dass das Ganze ein valider Satz, eine valide Eingabe ist. Das heißt, eine Konstituente der Kategorie S des Staatssymbols. Also wir fangen sozusagen an, das ist ja bei dieser Kurzform in Ableitungsbäumen, dass wir einen Teilbaum, dessen innere Struktur im Moment nicht interessiert, kurz so als ein Dreieck schreiben, um ein bisschen Platz zu sparen. Hier bedeutet das, wir, oder als Mensch erkennen wir ja, dass es ein korrekter Befehl ist. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, dass es eine Konstituente der Kategorie S ist. Und jetzt wird Schritt für Schritt diese Konstituente, die Struktur der Konstituente analysiert. Das ist erstmal die Grobstruktur. Das Ganze besteht aus Verb, Pronomen me, also indirektem Objekt, und dem direkten Objekt, the red box on the table. Das heißt, die erste Produktion ist S geht zu V, gefolgt von NP fürs indirekte Objekt, gefolgt von einer weiteren NP fürs direkte Objekt. Die Struktur der Teilkonstituenten, wir wissen auch, welcher Wortfolge oder welches Teilwort das direkte Objekt entspricht, aber die innere Struktur der Teilkonstituenten interessiert erstmal noch nicht. So können wir jetzt zum Beispiel von links an erstmal die zerlegen, entsprechende Expansionen. Dazu müssen Sie jetzt die Grammatik vor sich liegen haben, um zu sehen, was genau die richtigen Regeln sind. Und dann die rechte zerlegen, hier haben wir ein PP-Attachment, die Präpositionalphrase on the table, modifiziert die Nominalphrase the red box. Also habe ich hier die Regel NP, geht zu NP, gefolgt von PP. Und so wird Schritt für Schritt die Teilstruktur weiter analysiert. Wie Sie vielleicht sehen können, ist der Top-Down-Ansatz sehr gut für Menschen geeignet. Also wenn wir sozusagen die Grammatik verstehen und die Eingabe verstehen, dann sehen wir, was die Struktur ist. Und es fällt uns dann relativ leicht, zunächst mal die Grobstruktur abzubilden und dann zu schauen, wie genau setzen sich jetzt die Konstituenten zusammen. Im Gegensatz dazu ist der Bottom-Up-Ansatz im Allgemeinen für Maschinen bzw. Computer besser geeignet. Denn er benötigt überhaupt kein Verständnis des Gesamtwortes oder Gesamtstruktur, sondern sucht in der Eingabe nach Teilwörtern, die Konstituenten bilden. Also hier am Beispiel wieder, das ist jetzt mit so einer etwas anders formulierten Grammatik für arithmetische Ausdrücke, die ist jetzt ein bisschen komplexer als das Beispiel, das wir vorher hatten. Also hier werden erstmal alle Terminalsymbole durch entsprechende minimale Kategorien ersetzt. Und jetzt suchen wir irgendeine Folge von solchen Konstituenten, die wieder eine größere Konstituente bilden. Also zum Beispiel x plus 5 ist ja ein Term. Also v gefolgt von Symbol plus, gefolgt von einer Zahl, bildet einen Term. Und in dieser Grammatik habe ich auch eine passende Regel. Deswegen kann ich jetzt diese drei Konstituenten durch einen Term ersetzen. Beziehungsweise ich mache nicht sofort die Ersetzung. Manche von den Hypothesen können sich nachher auch als falsch herausstellen, dass sie das nicht im Gesamtzusammenhang passen. Deswegen wird einfach dieser Teilbaum drüber aufgebaut. Und jetzt geht die Suche weiter. Jetzt kann ich nämlich aus der Klammer, dem T in der Klammer, wieder die Konstituente bilden, anhand dieser Regel. Und schließlich aus N mal Multiplikationszeichen und einem Term wieder eine Konstituente bilden, anhand dieser Regel. Dann kriege ich einen Constitutive Factor. Und die kann ich dann aus dem Staatssymbol ableiten und damit ist erkannt, dass es sich bei dieser Eingabe tatsächlich um eine Konstituente Kategorie S, also um ein Wort der Sprache handelt. Und ich habe die Struktur entschlüsselt. Also dieser Ansatz ist eigentlich für Computer ja naheliegender, für Menschen eigentlich schwieriger, weil es relativ, vor allem wenn man die Grammatik dann eigentlich nicht versteht, sondern recht formal, es geht eigentlich um die rechten Seiten von Regeln mit dem abzugleichen, was man hier findet. Und da machen Menschen natürlich sehr leicht Fehler, weil das dann noch eine Detailarbeit ist. So. Gut, wie können wir diese simplen Strategien jetzt in ganz einfachen Algorithmus umsetzen? Der einfachste Ansatz ist der naive Ansatz, den ich vorher schon erwähnt hatte. Wir probieren einfach alles Mögliche durch. Da gibt es jetzt verschiedene Arten, wie wir es machen können. Also je nachdem erstmal, ob wir es Top-Down oder Bottom-Up machen. Für den Top-Down-Ansatz heißt der einfachste Algorithmus Recursive Descent Parser. Für den Bottom-Up-Ansatz ist der einfachste Algorithmus der sogenannte Shift-Reduce Parser. Und das Ganze sehen wir uns jetzt am besten anhand von Beispielen. Also auf den Folien finden Sie hier noch kurze Beschreibungen, die als Zusammenfassung dienen können. Und hier auch eine Kurzbeschreibung des Algorithmus. Am besten ist aber, wenn Sie sich das Ganze in NLTK visualisieren lassen. Eine der schönen Sachen in NLTK ist, dass es Visualisierungen gibt für diese beiden einfachen Parsing-Strategien.
Die schauen wir uns jetzt kurz an. Ich habe auch den Beispielcode dafür hochgeladen, sodass ich selbst auch die Visualisierung mal anschauen kann. Das ist jetzt gleich der falsche. So, das ist der Recursive Descent Parser. Sie sehen, also wir wollen den Satz, das Eingabewort give me the red box on the table jetzt ableiten. Also hier die Erinnerung wieder in der Sprache, in der Grammatik, die Syntax natürlicher Sprache beschreibt, sind die Zeichen, also die Symbole des Alphabets, ganze Wörter, linguistische Wörter und das formale Wort, das zur Sprache gehört, ist im Regelfall ein Satz. Das hängt natürlich von der Grammatik an. Ich könnte auch eine Grammatik für Nominalphrasen schreiben, aber meistens wollen wir natürlich eine Grammatik für ganze Sätze, in dem Fall eben Befehlssätze, die als Befehle für den Input vorkommen können. So, und wir machen jetzt einen Top-Down-Algorithmus, das heißt, wir bauen den Baum von oben, so wie es eigentlich vorhin, das ist genau dasselbe Beispiel, was wir vorhin ja gemacht haben. Der Unterschied ist, der Computer weiß nicht, was die korrekte Struktur ist. Wir wussten, wir wollen hier eigentlich die Struktur Verb NP-NP haben. Der Computer weiß nur, es gibt drei mögliche Regeln, die ich hier anwenden kann, drei mögliche Produktionen und kann eigentlich nur eine raten, beziehungsweise ich erkläre das gerne mit Raten, aber im Algorithmus wollen wir das natürlich systematisch machen, also fangen wir mit der ersten Regel an. So. Habe jetzt also die VG zu NP-NP und er merkt sich natürlich aber, dass er an der Stelle eine Auswahl treffen musste, denn wenn letztlich dann keine ganze Analyse entsteht, muss man Backtracking machen und zu dem Punkt zurückkehren. So, und auch um das systematisch zu machen, werden immer Linksableitungen gebildet. Das heißt, man nennt es auch einen aktiven Knoten in dem entstehenden partiellen, in diesem Teilbaum, der hier entsteht, in dem partiellen Baum, der entsteht. Und aktive Knoten sind die, die noch Variablen enthalten, auf die ich also weitere Produktionen anwenden kann. Und es wird immer der am weitesten links stehende aktive Knoten ersetzt. Hier habe ich wieder drei Regeln zur Auswahl. Also das sind jetzt, hier in Anführungszeichen sind dann die Symbole. Das sind jetzt also die Regeln, die tatsächlich Terminalsymbole bilden. Wir wählen wieder die erste aus. Jetzt habe ich diesen Baum. Sie sehen, es geht ganz stur vor. Es wird erstmal der Baum erzeugt. Wenn wir jetzt einen ganzen Baum erzeugen würden und dann schauen, ob er zufällig dem Wort, Eingabewort entspricht, dann wären wir in 10 Jahren noch da wahrscheinlich. Das ist keine gute Strategie. Also wird so früh wie möglich abgeprüft. Sobald ich ein Terminalsymbol erzeuge bei dieser schrittweisen Ableitung, wird geprüft, ob das zu der Eingabe passt, was es hier auch tut. Also kann dieses Terminalsymbol festgehalten werden, sonst wird hier verankert. So, und jetzt ist der am weitesten links stehende aktive Knoten diese Nominalphrase. Also wende ich wieder Regeln an. Hier habe ich jetzt drei Regeln zur Verfügung. Pronomen, Determiner, gefolgt von N-Bar oder Nominalphrase, gefolgt von Präpositionalphrase. Wir fangen wieder mit der ersten an, Pronomen. Für das Pronomen gibt es nur eine Regel. Und der Abgleich mit der Eingabe zeigt, dass auch diese Analyse, also dass auch diese Produktion passt. Deswegen wird auch das Me jetzt verankert. Jetzt habe ich hier wieder Nominalphrase. Gut, wir sind stur. Auch hier wird erstmal ein Pronomen angenommen. Auch das wird erstmal expandiert. Wir sehen natürlich schon lange, dass es nichts werden kann, weil hier ein Artikel steht, aber der Algorithmus ist naiv, der macht es einfach stur durch, macht jetzt den Abgleich und stellt fest, dass es nicht passt und jetzt wird Backtracking gemacht. Das heißt, er geht jetzt zum Pronomen zurück. Da gab es ja keine andere Wahl, also muss ich einen Schritt weiter zurückgehen. Das Backtracking beginnt jetzt hier bei der Nominalphrase und Sie sehen, er hat hier in jedem möglichen Backtracking-Punkt gemerkt, welche Regeln schon ausprobiert wurden. Das ist jetzt markiert. Also probieren wir jetzt die nächste Regel, die Terminer N-Bar. Okay, dann wird eben wieder Linksableitung gemacht, the passt. Bei N-Bar wird erstmal ein Adjektiv funktioniert, versucht, passt mit red. Und schließlich jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Er nimmt ja immer beim N-Bar auch immer die erste Regel, das ist immer das Adjektiv. Das heißt, obwohl ich hier schon das Adjektiv habe, könnte natürlich noch ein weiteres Adjektiv stehen. Das probiert er auch. Hat aber mit Box nicht übereingestimmt, deswegen jetzt ein Backtracking. Und als zweites wird an dieser Stelle jetzt erst N-Bar zu N probiert. Dann probiert man da wieder die lexikalischen Regeln durch und die erste passt schon.
Schuh. Super, passt alles, aber leider nicht vollständig. Und jetzt habe ich einen kompletten Ableitungsbaum. Das heißt, ich habe gerade gezeigt, dass man den Give me the red box ableiten kann, aber eben nicht den kompletten Eingabesatz. Das heißt, hier haben wir sozusagen ein Mismatch oder eine Sackgasse erreicht. Jetzt muss der Parser ein Backtracking machen zu dem nächstmöglichen Punkt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal automatisch weiterlaufen, das kann er zum Glück auch. Und schauen Sie einfach mal ein bisschen drauf, was so passiert. Jetzt hat er das korrekte mit der PP versucht. Und wenn Sie jetzt hier schauen, hier passiert eine ganze Menge Backtracking. Er ist Ihnen aufgefallen, jetzt dauert einen Moment, jetzt hat er die komplette Analyse gefunden. Hier ist wieder eine ganze Menge Backtracking passiert. Er hat nämlich genau dieselben falschen Wege nochmal probiert, die vorher schon probiert hatte. Obwohl wir eigentlich schon wussten, dass der Red Box diese Struktur haben muss und da kein zweites Adjektiv kommt. Der naive Algorithmus hat sich natürlich nichts gemerkt und beim Backtracking ist das alles wieder vergessen und er macht die gleiche Analyse nochmal. Das ist so ein Kernproblem von diesen naiven Algorithmen, gerade von dem Recursive Descent Parser. Durch das Backtracking, er macht sehr viel Backtracking und dabei werden die gleichen Teilstrukturen wieder und wieder analysiert und oft eben auch mit viel internem Backtracking. Deswegen ist der Algorithmus sehr langsam und ineffizient. Es gibt dann Tricks, wie man sowas verbessern könnte. Da könnt ihr jetzt versuchen, da schon ein bisschen vorzuspicken und dann zu raten, welche Regeln denn erfolgversprechend sind. Dafür gibt es dann bestimmte Methoden und Typen von Grammatiken. Das ist aber Informatik, da wollen wir nicht weiter einsteigen. Kleine Frage, sind wir jetzt eigentlich fertig? Wissen wir, haben wir die Struktur vollständig entschlüsselt oder fehlt uns da noch was? Also können wir jetzt einfach aufhören und diese Struktur an den Roboter weitergeben? Ja? Ich weiß nicht, es könnte ja theoretisch möglich sein, dass wenn man nochmal ausprobiert und backtracken würde, es noch eine andere Möglichkeit geben. Genau, nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich. Das wäre der Befehl, dass er uns eine rote Schachtel geben soll, die auf dem Tisch steht gerade. Er könnte aber auch so interpretiert werden, dass er irgendeine rote Schachtel holen soll und sich dann auf den Tisch stellen soll, um die uns zu geben. Das ist also on the table an einem Satzknoten und nicht am MP-Knoten hängen. Das ist eine valide Analyse und der Roboter muss eigentlich beide berücksichtigen und sich dann entscheiden, was die korrekte ist. Das heißt, wir müssen hier eigentlich weitermachen. Ich glaube, den können wir also so weiterlaufen lassen und erst wenn der komplette Suchraum ausprobiert worden ist, weil wir hier eben keine Epsilon-Produktion haben, so ist der Suchraum endlich, aber wenn ich alle Analysen finden will, dann muss ich immer den kompletten Suchraum durchlaufen und das ist extrem aufwendig. Sonst kann ich ja Glück haben. Pech habe ich natürlich auch, wenn die Eingabe gar kein korrekter Satz ist, nicht akzeptiert wird, denn das weiß ich auch erst, wenn ich den gesamten Suchraum ausprobiert habe. Irgendwas geht jetzt schief, oder? Weiß jemand, wo das Problem liegt? Der scheint ja hier gar kein Ende mehr zu finden. Was ist, also es ist ja irgendwas mit dieser NPB zu NPPP-Regel, was ist denn der so schrecklich? Hinten sehen, dass die Präpositionalphrase wieder in eine Nominalphrase zerfällt und die dadurch einen Loop bildet mit der oberen Regel, die wiederum immer wieder in eine neue Nominalphrase zerfällt. Genau, beziehungsweise hier ist es nochmal gar nicht so, dass wir mit dem Loop, mit der Präpositionalphrase, die wird ja noch gar nicht expandiert. Es steckt sogar in einer Regel das Problem, nämlich in dieser Regel. Das ist eine sogenannte Linksrekursion. Auf der rechten Seite steht nämlich als erstes dieselbe Variable auf der linken Seite. Und sobald Sie eine Linksrekursion haben, sehen Sie, können Sie die ja beliebig oft anwenden. Und weil er erst versucht, links zu matchen und sich nicht darum kümmert, dass hier Präpositionalphrasen kommen, kann er das beliebig oft machen und immer weitere Hypothesen bilden. Also, ich glaube, ich höre mal auf, das wird nämlich nie enden. Linksrekursion ist Gift für den Recursive Descent Parser. Also da bräuchte man jetzt Spezialmethoden, um die zu erkennen. Es wäre noch schlimmer, wenn wir es unsortiert hätten. Wenn das als erste Regel stehen würde, dann würde es sofort in die Linksrekursion, oder wenn ich die Regel am Anfang stellen würde, würde es sofort in die Linksrekursion laufen und nie eine Analyse finden.
So. Also das sind die Probleme, die sind hier auch nochmal zusammengefasst. Schauen wir uns doch mal den anderen Algorithmus an, den Bottom-Up-Algorithmus. Der ist ja mehr datengetrieben, das sollte doch eigentlich besser funktionieren. So. Auch den gucken wir wieder ein Beispiel an. Die Folien sind jetzt nur zur Zusammenfassung. Die Idee ist hier wieder, also der Recursive Send Parser hat ja auch gewissermaßen zwar top-down, aber von links nach rechts versucht, den Input zu analysieren oder zu generieren. Der Shift-Reduce-Parser macht dasselbe mit einer Bottom-Up-Strategie. Wir gehen also auch wieder von links nach rechts. In dem Fall wird der Input hier rechts hingeschrieben und jetzt Zeichen für Zeichen in den Arbeitsraum verschoben, der traditionell ja als Stack bezeichnet wird. Also da hat keine tiefere Bedeutung, das ist einfach der übliche Begriff. So, und zwar gibt es zwei Operationen. Der ganze Algorithmus besteht nur aus zwei Operationen, der sogenannten Shift-Operation und eine Reduce-Operation. Was ich gerade gemacht habe, ist eine Shift-Operation. Da wird ein Zeichen von der Eingabe auf den Stack geschoben. Ich kann nochmal eine machen, also das nächste Zeichen und so weiter. So. Auch dieser Algorithmus braucht im Regelfall sehr viel Backtracking. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal zurück. Die zweite Operation, die sogenannte Reduce-Operation, versucht auf dem, was im Stack liegt, also im Prinzip geht es hier um den Präfix des Eingabewortes, den wir gerade, den Präfix des Eingabewortes, also der nur aus dem ersten Zeichen GIF besteht, versucht dafür eine Analyse zu finden, also die da Konstituenten zu erkennen. Und das geht so, dass wir einfach schauen, ob irgendwo eine Regel vorhanden ist, die das als rechte Seite hat. Die gibt es auch tatsächlich, da ist links V, das bedeutet, das Wort GIF oder das Zeichen GIF kann eine Konstituente der Kategorie V sein. Und mit der Reduce-Operation wird diese Analyse vorgenommen, wird also das GIF durch die Konstituente V ersetzt. Sie sehen hier oben, das Stack ist das oberhalb der gepunkteten Linie, da liegt jetzt nur noch das V. Dass dann GIF stand, interessiert uns nicht, wir sind ja in der kontextfreien Grammatik, es geht nur um Konstituentenkategorien. So. Ein V kann ich nicht weiter reduzieren, also führe ich wieder eine Shift-Operation durch. Also die Grundidee, schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich ein Pronomen Me, kommt wieder als rechte Seite vor, wird durch Pronomen ersetzt. In dem Fall V-Pron habe ich nicht als rechte Seite in der Regel. Also ich kann jetzt nicht den ganzen Stack wieder zu einer Konstituente reduzieren. Ich darf aber auch Teile des Stacks reduzieren, und zwar den rechten Teil des Stacks. Also nicht einen beliebigen Teilsequenz der Zeichen im Stack oder der Symbole im Stack, sondern die am weitesten rechts stehen. Wenn ich dann 3 hätte, dann könnte ich das am weitesten rechts stehen oder die 2 am weitesten rechts stehen und so weiter. Pronomen finde ich hier auf der rechten Seite in der NP-Regel. Also kann ich auch hier wieder ein Reduce machen, dann habe ich VNP auf dem Stack. Auch hier finde ich es als rechte Seite, kann wieder ein Reduce machen und schon habe ich einen ganzen Satz. So, und jetzt hätten wir die Analyse fertig, aber nicht von dem kompletten Text. Und das liegt daran, dass wir zu eager waren, zu begierig waren, als wir das Reduce gemacht haben. Das ist aber genau das, was der Shift-Reduce-Algorithmus macht. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Also bis hierhin war es ja richtig, der Fehler war hier, dass wir hier gleich wieder reduziert haben. Richtig wäre es gewesen, das nächste Wort erstmal dazuzunehmen und weitere Strukturen aufzubauen und dann den korrekten Reduce zu machen. So. Also hier wir haben dann oft die Ambiguität zwischen Shift oder Entscheidung zwischen Shift und Reduce zu treffen. Der einfache Algorithmus hier, der macht einfach immer ein Reduce, wenn es möglich ist. Also man nennt sowas auch einen Greedy-Algorithmus. Er versucht, möglichst schnell Konstituenten zu bauen. Korrekt wäre hier aber das Shift, und wenn Sie in der Visualisierung können Sie jetzt manuell entscheiden, ob Sie Shift oder Reduce machen. Wenn Sie auf Step klicken, dann wird einfach der Algorithmus durchgeführt, also automatisch Reduce, wenn möglich, und sonst Shift. Ich klicke uns mal ein bisschen durch. Wir finden auf die Weise tatsächlich, also ich denke, es ist nachvollziehbar, Sie können sie auch selbst nochmal durchspielen, wir finden auf die Weise auch tatsächlich eine Analyse. Es ist jetzt aber gerade nicht die, die wir haben wollen. Das heißt, der Algorithmus funktioniert so, wenn wir an irgendeiner Stelle nicht mehr weitermachen können, weil weder Shift noch Reduce sinnvoll möglich sind, dann haben wir eine Sackgasse erreicht, dann wird Backtracking gemacht, er merkt sich eben auch wieder, an welchen Stellen er zwischen Shift und Reduce entscheiden konnte und macht dann, wenn es Reduce nicht erfolgreich war, an der Stelle Shift. Wenn ich alle Analysen finden will, dann muss ich eben nach
erstellen einer kompletten Analyse, auch weiteres Backtracking machen, also zurückgehen, bis zu dem Punkt, wo eigentlich systematisch eigentlich wieder alle Punkte durchprobieren. Hier war das Problem, dass wir hier der Reduce-Schritt zu greedy war. Also müssten wir an der Stelle stattdessen Shift-Schritt machen. Und wenn wir es dann weiterlaufen lassen, dann kommen wir tatsächlich zu der korrekten Analyse. Wenn Sie ein bisschen, Sie können hier in dieser Visualisierung auch die Eingabe verändern, die Grammatik verändern, das Menü. Wenn Sie damit ein bisschen rumspielen, vielleicht gerade mal sowas wie Epsilon-Produktion, Kettenproduktion, Linksrekursion ausprobieren, dann werden Sie feststellen, dass der ähnliche Probleme hat wie der Recursive Descent-Algorithmus. Also durch leere Produktion und durch Kettenproduktion können Endlosschleifen erzeugt werden. Also im Prinzip, wenn ich eine leere Produktion drin habe, egal was dann auf meinem Stack liegt, am Ende kann ja immer ein leeres Wort liegen. Das heißt, da kann ich immer eine Constituente erfinden und damit kann ich eigentlich automatisch eine Endlosschleife oder mit Kettenproduktion kann ich auch sowas. Und was ich jetzt nicht direkt angesprochen hatte, was vielleicht auch sichtbar war, um die zweite Analyse zu finden, muss ich sehr viel Backtracking machen und dann habe ich eigentlich die ganze Präpositionalphrase nochmal neu analysiert, genau dieselben Schritte durchgegangen, um die Analyse zu finden. Also wir haben eigentlich dieselbe Problematik wie im Recursive Descent Parser. Richtig gut ist Shift Reduce dann, wenn Sie eine deterministische Grammatik haben. Also deterministisch in dem Sinn, dass in jedem Schritt eigentlich die Reduce-Entscheidung, wenn möglich, auch die richtige ist. Wenn Sie es ganz vorsichtig formulieren, für eine beschränkte Sprache, wie zum Beispiel eine Programmiersprache, eine sehr einfache Programmiersprache, könnten Sie so formulieren, dass dann das eindeutig immer ist, ob Sie Shift oder Reduce machen müssen. Und dann kann es so natürlich einen sehr effizienten deterministischen Parser bauen. Aber in allen anderen Fällen hat er eben diese vielen Probleme auch. So, es gibt jetzt zwei Sachen, die wir tun können, um die Situation zu verbessern. Erstens, nicht mit einer beliebigen Grammatik loslaufen, sondern die Grammatik in eine geeignete Normalform umformulieren. Und zweitens, den Parsing-Algorithmus verbessern. Und das sind jetzt die Sachen, mit denen wir uns noch beschäftigen in der Stunde. Zunächst geht es also um Algorithmen, automatische Verfahren, die eine Grammatik von der beliebigen Form, eine beliebige kontextfreie Grammatik, in die Chomsky-Normalform überführen können. Und der zweite Teil ist dann noch ein effizienter Parsing-Algorithmus auf Basis der Chomsky-Normalform. So. Hier nochmal kurz zusammengefasst die Vorteile der Chomsky-Normalform. Also einerseits mal konzeptuell die klare Trennung zwischen der lexikalischen Ebene, also diese Regeln, wo ein Variable durch ein Terminalsymbol ersetzt wird, bezeichnen wir als lexikalische oder Lexikonregeln, und Phrasenstruktur, wo nämlich aus phrasalen Konstituenten größere Phrasen zusammengesetzt werden, durch diese andere Regelform. Dadurch, dass ich immer binäre Verzweigungen in der Phrasenstruktur habe, also mit zwei Kinderknoten, bekomme ich eben relativ einfache binär verzweigte Ableitungsbäume, was für verschiedene Parsing-Strategien, vor allem für Bottom-up-Parser, den Suchraum verkleinert. Das sehen wir nachher noch in unserem effizienten Parsing-Algorithmus am Beispiel. Und die letzten Vorteile ergeben sich dadurch, dass es eine Normalform ist, eben keine Epsilon-Produktion, vermeiden schon viele Problemfälle bei Shift-Reduce und Recursive-Descent-Parsing und keine Kettenproduktion, die eben auch wieder endlos schleifen bei den einfachen Parsing-Algorithmen. Natürlich beim Shift-Reduce-Parser habe ich dasselbe mit den Zyklen, kriege ich sowohl beim Recursive-Descent als auch beim Shift-Reduce-Parser automatisch endlos schleifen. Wir erinnern uns ja noch, wie die Chomsky-Normalform aussah. Jetzt wollen wir anhand von ein paar einfachen Beispielen sehen, wie das überführt werden kann. Und zwar gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Es gibt ja jetzt verschiedene Arten problematischer, wir nennen es immer problematische Produktion, also die nicht vorkommen dürfen. Wir nehmen uns zunächst dabei der allgemein nicht erlaubten Produktion, also Epsilon-Produktion und Kettenproduktion an. Und danach müssen wir schauen, was ist dann noch übrig, was in der Chomsky-Normalform speziell nicht erlaubt ist und wie wir die ersetzen können. So, also erster Schritt, hier haben wir ein kleines Grammatikfragment und einen Ableitungsbaum in diesem Grammatikfragment. Dieses Grammatikfragment enthält Epsilon-Produktion, nämlich das A, also das ist jetzt hier einfach so eine einfache Nominalphrasengrammatik.
Eine Nominalphrase besteht aus einem Artikel, eine Adjektivphrase, einem Substantiv. Die Adjektivphrase kann aus beliebig vielen Adjektiven bestehen. Und sowohl Adjektiv als auch Artikel können weggelassen werden. Das kann man sehr elegant mit solchen Epsilon-Produktionen formulieren. Deswegen hat man die auch überhaupt. Also man könnte die Grammatik gleich ohne schreiben, aber es ist viel eleganter, das so aufzuschreiben, als zu sagen, eine Nominalphrase kann ein Adjektiv und ein Substantiv, nur das Substantiv oder ein Artikel und ein Substantiv sein oder alles drei. Also erster Schritt ist, wir identifizieren problematische Regeln. Das sind jetzt eben die beiden. Für den Übersetzungsalgorithmus hier brauchen wir noch etwas mehr, nämlich alle sogenannten nullierbaren Variablen, Variablen, die sich zu einem leeren Wort ableiten lassen. Also es genügt nicht direkt diese Regeln zu kennen, sondern wir müssen wissen, welche Konstituenten können denn leer sein. Da haben wir einmal direkt natürlich A und D, da habe ich ja direkt die Epsilon-Produktion, aber AP, die Adjektivphrase, die kann eben auch leer sein mit 2 Ableitungsschritten, nämlich die Kettenproduktion AP geht zu A, gefolgt von der Ableitung von der Epsilon-Produktion A geht zu Epsilon. So habe ich also in 2 Schritten aus der Adjektivphrase ein leeres Wort abgeleitet. Dann verwenden wir die Kurzform, es geht ja nur darum, ob ich irgendwie das leere Wort ableite. Ich denke, es ist offensichtlich, das können Sie sehr leicht rekursiv bestimmen. Sie fangen an mit allen Epsilon-Produktionen an und schauen, dann gibt es jetzt irgendeine andere Variable, die auf der rechten Seite nur nullierbare Variablen hat. Dann ist auch die nullierbar und so lange wiederholen, bis man alles gefunden hat. Also haben wir hier 3 nullierbare Variablen. Und jetzt müssen wir genau das machen, was wir in der Formulierung vermieden haben. Wir müssen halt hier zum Beispiel explizit sagen, wenn D und AP nullierbar sind, dann kann die NP eben auch ohne Artikel und ohne Adjektivphrase entstehen. Also wir ergänzen Produktionen, bei denen nullierbare Variablen weggelassen werden. In dem Fall habe ich 2 nullierbare Variablen, da muss ich natürlich jede Kombination probieren. Also ich habe die eine Regelproduktion für eine vollständige Nominalphrase mit Artikel, Adjektiv und Substantiv. Eine, bei der ich die Adjektive weglasse, eine, bei der ich den Artikel weglasse und eine dritte Ergänzung, bei der ich beides weglasse. Streng genommen müsste ich es hier natürlich auch machen, denn die AP ist ja nullierbar, aber da kriege ich dann eine Produktion, die ich schon habe. Und AP zu A nullierbar, also alles weglassen wäre sinnlos, da würde ich ja nur neue Epsilon-Produktionen erfinden. Also die ich jetzt, wenn ich es ganz stur anwende, auch kriegen würde, die werden natürlich nicht einbauen. Damit kriege ich diese 3 neuen und jetzt kann ich problemlos die beiden Epsilon-Produktionen streichen. Durch das Einfügen dieser Zusatzregeln ist sichergestellt, dass ich alles, was ich mit den Epsilon-Produktionen ableiten könnte, auch noch ableiten kann. Ich will hier keine Beweise führen, aber es ist relativ leicht, sich das klar zu machen, dass es tatsächlich so funktioniert. Okay, da gibt es noch eine Sonderregel, nämlich es könnte natürlich sein, dass Sie in so einer Grammatik auch das leere Wort ableiten können. Also wenn sozusagen alles, was auf der rechten Seite eine Ableitung von S, eine Produktion von S vorkommt, nullierbar ist, dann könnte ich auch das leere Wort ableiten. Wenn Sie die Epsilon-Produktion gelöscht haben, ist es natürlich nicht mehr möglich, denn ohne Epsilon-Produktion kann ich auch kein leeres Wort ableiten. Deswegen ist als Sonderfall noch diese Zusatzregel in der Normalform erlaubt. Ich kann also als Sonderregel S direkt ins leere Wort ableiten, darf dann aber nicht irgendwie S auf rechten Seiten haben, sodass das nicht über eine Rekursion erreicht werden kann, nur direkt. Aber das ist nur, damit Sie es wissen, in den interessanten Fällen kommt es eh nicht vor. Zumindest in der Linguistik nicht. So. Jetzt haben wir aus dem Grammatikfragment diese Grammatik transformiert und eine Epsilon-Produktion, nehmen wir uns das nächste die Kettenproduktion vor. Also, wir haben eine ganze Menge davon, NP zu N, AP zu A, A geht wieder zu A, also die ist jetzt natürlich ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen eine schwachsinnige, die habe ich eigentlich nur eingefügt, damit wir ein bisschen mehr hier zum Rumspielen haben. Also wir bestimmen erstmal diese Kettenproduktion, was wir hier brauchen, ist auch wieder mehr als die reine Kettenproduktion. Wir wollen direkt wissen, welche
Variablenersetzungen sind möglich, indem ich Kettenproduktionen aneinander hänge. Sowas nennt man Variablensubstitutionen. Das sind einmal die direkten AP zu A und NP. Ach nee, das N, sorry, das ist gar keine Kettenproduktion. Das N ist ein Terminalsymbol. Hier in dem Baum sehen Sie es immer deutlich. AG zu A und AG zu A. So, in dem Fall habe ich die direkt als Kettenproduktion drin. Es könnte aber natürlich auch indirekt sein. Wenn ich jetzt irgendwie, jetzt wenigstens, wenn ich jetzt NPG zu AP drin hätte und AP zu A, dann wäre damit auch die Variablensubstitution NPG zu A möglich. Also Variablensubstitutionen entstehen dadurch, dass ich beliebige Kettenproduktionen, die zusammenpassen, aneinander hänge. Das ist gerade, ich hatte das Beispiel A zu B zu C und dann wieder zu A, um so einen Zyklus zu, wenn ich so einen Zyklus drin habe, das wären dann die Variablensubstitutionen A zu B, A zu C und so weiter. So, wir müssen also alle Substitutionen bestimmen. Und was wir jetzt machen, es gibt verschiedene Arten, wie man es umsetzen kann. Der einfachste Trick ist einfach zu sagen, okay, wenn ich AP zu A substituieren kann, dann kann ich damit alles machen, was ich auch mit dem A machen kann. Also insbesondere kann ich das zum Adj, zum Adjektiv ableiten. Dass wir einfach alle Regeln, die A hier hat, zu der AP hochziehen. Als neue rechte Seiten. Das sieht dann so aus. In dem Fall ist es eigentlich nur das eine Adj, denn ist es A zu A, das wäre hier ja trivial. Die Regel habe ich ohnehin schon. Beziehungsweise es würde eine Kettenproduktion erzeugen, die ich nachher wieder löschen will. Auch das können Sie sich, wenn Sie ein bisschen nachdenken, gleich klar machen, dass ich tatsächlich dadurch nichts verliere. Am besten, wenn Sie überlegen, wie sieht denn so ein Parsebaum aus. Was ich damit gemacht habe, ist, hier habe ich die Kettenproduktion in dem Ableitungsbaum. Was ich gemacht habe, ist dieses Adjektiv direkt hochzuziehen, also sozusagen der Schritt, die Variablensubstitution AP zu A wird gelöscht. Und das bedeutet, ich brauche am Knoten AP halt eine entsprechende Produktion, mit der ich direkt das generieren kann, was sonst das A generiert hätte. Also das ist eine sehr einfache Art, das zu machen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir alle Kettenproduktionen entfernen, also diese beiden Kettenproduktionen, und die Grammatik ändert sich nicht. So, damit haben wir eine Grammatik in Normalform und ein Grammatikfragment in Normalform vorliegen. Jetzt müssen wir schauen, was gibt es denn noch, was in der Chomsky-Normalform nicht erlaubt ist. Gut, kann ich Sie jetzt schlecht fragen, das steht ja schon oben. Es gibt jetzt, also wir haben jetzt zwei Probleme noch, die rechten Seiten können zu lang sein. Also entweder mehr als ein Terminalsymbol oder mehr als zwei Nicht-Terminale. Ein Nicht-Terminal kann nicht mehr vorkommen, denn das haben wir ja schon durch die Kettenproduktion. Oder das zweite Problem ist, es können gemischte rechten Seiten sein, wo wir sowohl Terminale als auch Nicht-Terminale haben. Das könnte ich jetzt in der einen oder anderen Reihenfolge, es ist sinnvoller, erst die gemischten rechten Seiten zu beheben. Also wo gibt es hier überall gemischte rechte Seiten? Da müssen wir jetzt dran denken, das sehen wir hier wieder schön, das N ist ja ein Terminalsymbol, also APN, DN, DAPN sind gemischte rechte Seiten, denn die davor sind Variablen. So, also habe ich drei Regeln mit gemischten rechten Seiten. In dem Schritt werden übrigens auch gleich die rechten Seiten, die nur aus Terminalsymbolen bestehen, aber mehr als ein Terminalsymbol enthalten, behandelt. Die können wir wie gemischte rechte Seiten behandeln, also haben wir nur keine Vorliegen. Wie kann man das ersetzen? Also ich möchte sicherstellen, dass zum Beispiel in der Regel DAPN eben dürfen nur Variablen vorkommen, nur ein Terminalsymbol würde ja keinen Sinn machen. Das kann ich am leichtesten dadurch erreichen, dass ich dieses N durch einen Platzhalter ersetze, durch eine neue Kategorie einführe, die nur aus dem Symbol N besteht. Also wird eine Hilfsvariable eingeführt, ich nenne es gerne S und ein N. Sie haben vorhin mal das S plus und S mal und S Klammer gesehen, das war genau diese Strategie. Das Wichtige ist, dass Sie eine neue Variable extra einführen, die nur für das Terminalsymbol N steht und die damit auch nur die eine Produktion hat, dass ich SN zu N ableiten kann. So, und jetzt ersetzen wir einfach alle problematischen Vorkommen von dem Terminalsymbol durch die Hilfsvariablen haben diese zusätzliche Produktion eingefügt und damit mache ich eben aus diesem einen Ableitungsschritt
zwei Ableitungsschritte. Hier habe ich damit keine gemischte rechte Seite mehr. Sie sehen hier auch, dass Sie es nicht überall blind ersetzen dürfen. Wenn ich hier SN einsetzen würde, hätte ich eine neue Kettenproduktion eingeführt. Also nur da, wo ich wirklich gemischte Seiten habe oder mehr als zwei Terminalsymbole. Gut. Jetzt haben wir einen Schritt erreicht, wo auf der rechten Seite entweder genau ein Terminalsymbol steht oder mindestens zwei Nicht-Terminalsymbole. Das einzige Problem also noch, Mehrfachverzweigung mehr als zwei Nicht-Terminalsymbole. Wenn Sie es hier mal schnell durchgehen, die Regel ist okay, die ist okay, die ist okay, die sind alle okay. Das heißt, die einzig problematische Regel ist die hier, die uns so eine Dreifachverzweigung gibt. Also wir identifizieren alle problematischen Produktionen mit mehr als zwei Variablen auf der rechten Seite. Eine Idee, wie man das ersetzen könnte. Wir müssen aus diesem ternär verzweigten Baumfragment ein binär verzweigtes Fragment machen. Also das macht man ganz banal. Wir müssen hierfür wieder, oder haben Sie eine Idee? Ja, wir bauen einfach eine neue Variable, die wir dann den zweiten oder den ersten Teil von dem. Genau, wir brauchen hier einen zusätzlichen Knoten. Sehr gute Idee. Also entweder den Teil oder den linken Teil. Das kann für den Algorithmus wird es Konvention sein. Linguistisch wird es natürlich mehr Sinn machen, hier aus AP und N so ein N-Bar zu bilden. So, genauso machen wir es auch. Dafür müssen wir wieder eine Hilfsvariable einführen. Ganz wichtig, Hilfsvariablen im Regelfall nicht wiederverwenden. Das heißt, speziell für diese eine Regel, die zu ersetzen ist, wird eine dedizierte Hilfsvariable, die wir hier H1 nennen, neu eingeführt. Und dann wird eben die Binärverzweigung durch eine Kaskade, die ternäre Verzweigung durch eine Kaskade von zwei Binärverzweigungen ersetzt mit dieser Hilfsvariable. Entsprechend hier sehen Sie die Regeln, die man dafür bauen muss. Das kann ich natürlich auch auf eine vierfache und fünffache Verzweigung anwenden. Dann habe ich halt jeweils eine Hilfsvariable mehr und einen entsprechend tieferen Baum. An der Stelle haben wir natürlich absolut keine starke Äquivalenz mehr im engeren Sinne, weil die Struktur sich ja völlig verändert. Aber eigentlich gar nicht so völlig verändert, denn wenn ich, vor allem wenn ich das noch als Hilfsvariable markiere, dann kann ich ja sehr leicht aus der Struktur die ursprüngliche Struktur rekonstruieren. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. In dem uns interessierenden Sinn ist es immer noch stark äquivalent. Die wesentliche Struktur bleibt erhalten. Es sind nur so formale Änderungen notwendig, um die Eigenschaften der Chomsky-Normalform zu erfüllen. Und jetzt haben wir unser Grammatikfragment in Chomsky-Normalform überführt. So, die Implementierung wird dem Leser als Hausaufgabe überlassen, sagt man in solchen Fällen doch gerne. Aber im Prinzip ist es nicht allzu schwer, diesen Algorithmus auch zu implementieren. Hier wäre nochmal ein Beispiel mit dieser Robotergrammatik, das wir jetzt überspringen. Sie können sich das zu Hause gerne nochmal als Übung anschauen. Also erstmal identifizieren, welche Regeln sind denn jetzt problematisch, passen nicht in die Chomsky-Normalform und dann versuchen Sie, die mit dem Algorithmus zu ersetzen. Was ich hier als Lösung habe, ist nicht der Algorithmus, den wir gerade skizziert haben, sondern ein bisschen anderes Verfahren, das auch sehr intuitiv läuft. Sie können sich mal anschauen, wie gut Sie es nachvollziehen können. Der Vorteil ist, weil wir hier ein bisschen linguistisches Verständnis einbringen, können wir tatsächlich die Regeln auch teilweise wieder zusammenfassen und erhalten hier noch eine ziemlich nachvollziehbare Struktur, während der automatische Algorithmus wesentlich mehr Hilfsregeln und Variablen einführen würde. So. Der Grund, warum ich das hier habe, ist, dass das folgende Beispiel, wo wir jetzt uns um eine effiziente Parse noch kümmern, auf genau diese Grammatik aufbaut. Also schauen Sie, wenn Sie das Beispiel jetzt nachvollziehen, am besten nebenher auf die Grammatik schauen, dann können Sie nachvollziehen, dass ich auch genau die richtigen Regeln dort verwende. So, wie gesagt, die Chomsky-Normalform mildert jetzt ein paar von den Problemen, die sich gestellt haben, ab. Ich versuche gerade immer außerhalb des Bildes zu trinken, aber ich glaube, das klappt nicht. Es gibt aber immer noch zwei Kernprobleme, die sich durch keine Normalform beheben lassen. Erstens mal dieses Backtracking und vor allem, dass wir immer wieder dieselben Teilstrukturen neu und wieder neu analysieren. Und zweitens, wenn wir ambige Eingaben haben, vor allem hochgradig ambige Sachen, hochgradig ambige Sätze zum Beispiel,
dann muss ich ja alle den gesamten Suchraum durchlaufen, um alle Analysen zu finden und sogar einfach nur die Analysen zu speichern, kann schon problematisch werden. Wenn ich hunderte von Analysen habe oder tausende, dann müsste ich letztlich tausende von Bäumen nachher ausgeben und bearbeiten, weiterverarbeiten. Also wir suchen jetzt eine Lösung für diese beiden vergleichenden Probleme. Glauben Sie alle, dass natürliche Sprache wirklich so hochgradig ambig ist, dass wir tausende von Analysen kriegen? Ich habe in der Einführungsfrage, in der ersten Semester war einmal ein Beispiel mit 432 Lesarten. Vielleicht kommt das auch noch. Da gibt es so ein bekanntes Beispiel. Aber Sie können tatsächlich einigermaßen realistische Beispiele finden. Das klassische Ambiguitätsproblem, das sehr oft diskutiert wird, natürlich gerade in der englischsprachigen Literatur, ist das sogenannte PP-Attachment im Englischen, also die Struktur von aufeinanderfolgenden Präpositionalphrasen. Das ist das, was wir gerade mit dem Roboter haben. Give me the red box on the table. Die Präpositionalphrase on the table kann entweder zum gesamten Verbphrase gehören, also dass es auf dem Tisch machen soll, oder an die Nominalphrase angehängt sein. Wenn ich jetzt mehr als eine Präpositionalphrase kriege, eine längere Folge von Präpositionalphrasen, dann multiplizieren sich die Möglichkeiten. Sie multiplizieren sich nicht genau, man kann es aber berechnen, wie viele es gibt, und es haben auch Mathematiker gemacht. Das sind die sogenannten Catalan-Zahlen. Das basiert auf binär verzweigten Bäumen, also auch wieder ein Grund, warum binär verzweigte schön sind. Dann kann man sowas durchrechnen. Also wenn ich zum Beispiel 4 aufeinanderfolgende Präpositionalphrasen habe, dann habe ich schon 14 mögliche Lesarten. Also eine Lesart ist eben bestimmt durch unterschiedliche Beziehungen der Präpositionalphrasen untereinander. Und Sie sehen, dass wenn ich 8 kriegen sollte, dann hätte ich 1430 Analysen, nur für diese Präpositionalphrasen. Andere Ambiguitäten, die im selben Satz vorkommen, multiplizieren sich natürlich aus, da die ja alle in beliebigen Kombinationen Analysen geben können. Hier ist ein Beispiel, das ich im Webkorpus gefunden habe. Es klingt jetzt für mich gar nicht so schlecht, wie went for a boat trip in the darkness underground down a very narrow low-ceiling waterway to magnificent cavern with calcium stalactites which were 47,000 years old. Also jetzt kein besonders ungewöhnlicher Satz, enthält aber eine Folge von 6 Präpositionalphrasen und hat damit schon 132 Analysemöglichkeiten. Letztlich ist eigentlich nur eine die korrekte, die vom Sprecher intendierte Lesart, aber auf syntaktischer Ebene sind alle tatsächlich korrekte Lesarten. Wir müssen eigentlich erstmal alle finden, um dann zu entscheiden, was die plausibelste ist. So. Wie kann man damit umgehen? Die Informatik hat glücklicherweise eine Lösung für solche Probleme. Das Kernproblem war ja, also wir gehen mal von dem ersten Kernproblem aus, dieses Backtracking, dass wir immer wieder dieselben Analysen machen. Wenn wir das vermeiden wollen, können wir uns einfach versuchen, diese Analysen zu merken. Also wenn ich so eine Teilanalyse für Nominalphrasen mir einfach merken würde als Ganzes, bräuchte ich beim Backtracking nicht die ganzen Zwischenschritte und Sackgassen wieder durchlaufen, sondern könnte einfach die komplette Teilanalyse einfügen. Das Ganze ist dann natürlich ein Trade-off. Je mehr Teilanalysen ich speichere, desto mehr Rechenzeit kann ich sparen. Allerdings brauche ich dann auch mehr Speicherplatz. Also es ist so ein, man nennt es, also so ein Speicher gegen Rechenzeit, ein Trade-off von Speicher gegen Rechenzeit. Und es gilt dann natürlich auch den optimalen Trade-off-Punkt zu finden. Wenn Sie ein bisschen was von theoretischer Informatik mal gehört haben, wissen Sie vielleicht von Komplexitätstheorie. Viele Probleme, die solche Suchprobleme darstellen, wie eine Suche über alle, im Prinzip machen wir eine Suche über alle möglichen Ableitungsbäume oder Ableitungsketten, die haben eine exponentielle Komplexität. Man nennt sowas auch die Klasse NP für nicht deterministisch polynomiell, bedeutet einfach, dass sie einen exponentiell anwachsenden Rechenzeitaufwand haben mit längeren Eingaben. Die sind praktisch für längere Eingaben nicht mehr durchführbar. Also das explodiert so schnell der Rechenzeitaufwand, dass sie es nur für sehr kurze Sachen überhaupt in absehbarer Zeit schaffen. Mithilfe dynamischer Programmierung durch Speicherung von Zwischenergebnissen kann man viele solche Suchprobleme auf eine polynomiale Komplexität reduzieren, dass es also mit dem Quadrat der Eingabelänge anwächst oder der dritten Potenz der Eingabelänge. Dritte Potenz ist auch noch ein bisschen schmerzhaft, aber es ist eine viel besser beherrschbar als exponentielle Komplexität. Die Datenstruktur, die wir verwenden, wird beim Parsing als ein Chart bezeichnet. Das Chart, die Einträge, die Zwischenergebnisse, die zum Chart gespeichert werden, sind Analysehypothesen für Teilwörter. Entweder für Teilwörter oder beim Top-Down-Algorithmen eigentlich für Teilbäume, die teilweise dann auch
Konstituenten enthalten. Man kann sich aber vorstellen, als im Wesentlichen als Teilanalysen, Analysehypothesen für Teilwörter. Wie wir nachher sehen werden, gewinnen wir mit diesem Chart auch ein Repräsentationsformat für hochgradig ambige Analysen. Ich kann nämlich sehen, dass wir nicht die einzelnen Ableitungsbäume auslesen müssen, sondern eigentlich alle Ableitungsbäume gleichzeitig in diesem Chart gespeichert haben und dann dynamisch nach Bedarf auslesen können. Ja, und dieser dynamische Programmierungsansatz mit der Chart kann sowohl für Top-Down als auch für Bottom-Up-Algorithmen verwendet werden. Die bekanntesten Algorithmen, der bekannteste Top-Down-Algorithmus ist der sogenannte Early Parser. Ich finde den ein bisschen kompliziert, aber sehr gern in der Informatik beschrieben. Ich finde ihn ein bisschen kompliziert, deshalb verweise ich auf das Lehrbuch von Shurovsky und Martin, wenn Sie den Algorithmus sich genau anschauen wollen. Wir schauen uns dafür stattdessen einen Bottom-Up-Algorithmus an, den Koch-Younger-Kasami-Parser. Der wurde also mehr oder weniger unabhängig, glaube ich, von den drei Leuten entdeckt. Er wird meistens als CYK abgekürzt. Sie finden auch CKY, also die Leute sind sich nicht so ganz einig, in welcher Reihenfolge die genannt werden sollten. Also den halte ich für den simpelsten, am einfachsten zu verstehenden Algorithmus. Er ist noch einfacher, wenn die Grammatik in Chomsky-Normalform vorliegt. Sie können es auch für andere Normalformen formulieren, aber in Chomsky-Normalform ist dieser Algorithmus eben besonders schön. Und in diesem Fall schauen wir uns den Algorithmus direkt an einem Beispiel an. Also ich versuche jetzt nicht den Algorithmus formal als Ablaufplan aufzuschreiben, als Flussdiagramm, sondern wir schauen uns direkt das Beispiel an, wie wir die Eingabe Give me the red box on the table bezüglich unserer vorhin gesehenen Chomsky-Normalform analysieren. So. Ein Vorteil der Chomsky-Normalform ist, dass wir in einem ersten Schritt mal von der Oberflächenebene von den Terminalsymbolen abstrahieren können, denn ich habe die lexikalischen Regeln, die jedes Terminalsymbol durch eine Konstituent der Länge 1 ersetzen. Also erster Schritt, wir ersetzen alle Terminalsymbole durch entsprechende Konstituenten. Wenn es da Ambiguitäten gäbe, also red kann eigentlich auch ein Substantiv sein, das heißt, müsste ich hier, wenn es im Lexikon drin wäre, hätte ich eine zweite Lesart, eine zweite konstituierte N. Ich kann also für dasselbe Teilwort, jetzt habe ich lauter Teilwörter der Länge 1, ich kann für dasselbe Teilwort auch mehrere Konstituentenhypothesen haben, die verschiedene Kategorien oder verschiedene innere Struktur haben. Das ist auch meine Chart, also ich trage diese Teilanalysen in die Chart jetzt mal ein. Damit habe ich alle Teilwörter, alle Konstituenten der Länge 1 identifiziert. So, und der CYK-Algorithmus funktioniert jetzt so, dass wir Schritt für Schritt immer längere Konstituentenhypothesen bilden. Also wir suchen jetzt mögliche Konstituenten der Länge 2. Da ich schon von der Oberfläche abstrahiert habe, von den Terminalsymbolen, kann ich eine Konstituente der Länge 2 jetzt nur dadurch bilden, dass ich zwei aufeinanderfolgende Konstituenten der Länge 1 zusammenfüge. Ich brauche jetzt also nur hier durchschauen, kann ich als V und Pronomen eine Konstituente bilden. Schauen Sie die rechten Seiten der Grammatik durch. Da findet sich eine, nämlich ein V-Bar. Also füge ich hier die Konstituente V-Bar ein, als Konstituente der Länge 2. Eigentlich will ich hier noch die Verbindung haben. Also in der Datenstruktur wäre auch der Link zu den Teilkonstituenten gespeichert, den ich jetzt hier aus Übersichtlichkeitsgründen nicht zeige. Außerdem habe ich noch eine zweite Regel. Hier habe ich jetzt den Fall, dass ich tatsächlich für das gleiche Teilwort zwei Hypothesen kriege, die die gleiche Struktur haben, aber verschiedene Kategorien haben. Dann machen wir weiter. Pronomen, gefolgt von Artikel. Nee. Artikel-Adjektiv finden wir auch nicht. Adjektiv-Substantiv findet sich. Konstituent vom Typ N-Bar. Substantiv-Präposition gibt es nicht, Präposition-Artikel nicht, Artikel-Substantiv, das bildet mir eine komplette Nominalphrase. So, jetzt habe ich alle Konstituenten der Länge 2 identifiziert und mache weiter mit Konstituenten der Länge 3. Das ist also ein sehr einfacher Algorithmus. An der Stelle hilft uns jetzt die Chomsky-Normalform ganz massiv. Wie kann ich eine Konstituente der Länge 3 erhalten? Da ich ja weiß, dass ich in der Phrasenstruktur immer genau zwei Konstituenten auf der rechten Seite habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Konstituente der Länge 2, gefolgt von einer der Länge 1, oder umgekehrt Länge 1, gefolgt von Länge 2. Ohne Chomsky-Normalform könnte ich es auch direkt aus zwei Konstituenten der Länge 1 zusammensetzen, dann hätte ich hier viel mehr Möglichkeiten nicht berücksichtigen müssen, vor allem wenn es länger wird. Also hier ganz einfach,
Ich brauche nämlich jetzt nur jede Konstituente der Länge 2 anschauen und gucken, ob ich dahinter oder davor eine Konstituente der Länge 1 anhängen kann. Hier ist nichts zu machen. Artikel und ein N-Bar, das gibt mir natürlich eine Nominalphrase. Also Konstituente gefunden. Präposition hinten anhängen geht nicht, aber Präposition und Nominalphrase, das gibt eine Präpositionalphrase. Jetzt habe ich alle Konstituenten der Länge 3, weiter mit Länge 4. So, wie kann ich die zusammensetzen? Da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder zwei Konstituenten der Länge 2, die direkt aneinander hängen, oder 3 plus 1. 2 plus 2 gibt es keine Kandidaten, weil keine direkt aufeinander folgen. Die dürfen ja keine Lücken haben, natürlich. Bei 3 plus 1 könnte ich Pronomen NP, das ist nichts. NP und Prep ist nichts. N und PP ist nichts. Also es gibt keine Konstituenten der Länge 4. Dann machen wir mit Länge 5 weiter. Sieht jemand eine Konstituente der Länge 5 zufällig? Da müssen Sie jetzt die Grammatik wahrscheinlich vor Augen haben. Also V bar gefolgt von NP, das ist eine Ditransitive. Damit kriege ich eine Satzkonstituente. Und wenn ich es richtig sehe, gibt es aber keine anderen. Nein, gibt es keine. Dann die Länge 6. Die kann ich jetzt zusammensetzen aus 3 plus 3, 4 plus 2 oder 5 plus 1. 4 plus 2 fällt schon flach, weil es keine der Länge 4 gibt. 5 plus 1, Satz und Präposition wird nichts bilden. Aber hier 3 plus 3, Nominalphrase und Präpositionalphrase, das ist ein PP-Attachment, also kriege ich hier eine große Nominalphrase. Und dann Länge 7 findet sich wieder nichts und Länge 8 schließlich, das wäre der komplette Satz. Kann ich den zusammensetzen? Da müssen Sie jetzt ganz genau, also Sie spielen wieder alle möglichen Kombinationen durch, dann finden wir hier V bar und diese große NP. Liefert mir das, was wir eigentlich vorher als die gewünschte Analyse gesehen haben. Give me the red box on the table. Aber ich darf mich nicht damit begnügen. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, nämlich aus diesem Satz, give me the red box, und im präpositionalen Attachment kann ich auch wieder mit der Rekursionsregel einen Satzkonstituente bilden. So, jetzt habe ich alles durchgespielt. Jetzt habe ich alle möglichen, also es sind Konstituenten im Sinne, dass sie kontextunabhängig möglich sind. Es ist aber nicht garantiert, dass alle tatsächlich Konstituenten in der kompletten Analyse bilden. Deswegen, was das Chart speichert, sind Konstituentenhypothesen und Analysehypothesen, aber vollständige. So. Wenn ich ganz oben angekommen bin, dann weiß ich, ob die Eingabe von der Grammatik erkannt wird, beschrieben wird. Nämlich genau dann, wenn da für die gesamte Eingabe eine Konstituente von Kategorie S, also vom Stadtsymbol steht, vom Typ Stadtsymbol steht, dann ist die Eingabe akzeptiert. Und um die Struktur zu entschlüsseln, kann ich jetzt von oben nach unten die Konstituenten zusammenfügen. Also Sie erinnern sich, in der Datenstruktur stehen ja eigentlich noch Verknüpfungen drin zu den jeweiligen Teilen und die kann ich auslesen. Also für diese Konstituente V-Bar-NP kriege ich so die eine Baumstruktur. Und wenn ich von der Konstituente ausgehe, dann bekomme ich die andere Baumstruktur. Also Sie sehen, es ist ein effizienter Algorithmus. Ich muss nämlich praktisch auf jeder Längenebene einmal das Wort durch die Eingabe durchlaufen und dann halt die in einer relativ beschränkten Anzahl von Teilhypothesen zusammenfügen. Und das erspart mir die ganze exponentielle Backtracking-Suche, die ich beim Shift-Reduce oder Recursive Design Parser hätte. Und es gibt keine Probleme mit Endlosschleifen und so weiter. Das ist ganz klar, weil ich ja hier immer zu längeren Konstituenten komme, kann ich gar nicht in Endlosschleifen laufen. So. Was ist mit unserem anderen Problem? Also hier haben wir jetzt keine hochgradige Ambiguität, aber doch immerhin zwei Analysebäume. So. Wenn ich jetzt mal ein paar Mal hin und her schalte, fällt Ihnen vielleicht auf, dass die gar nicht so sehr verschieden sind, die beiden Bäume. Die bestehen nämlich aus demselben, also hier, das V-Bar, die Nominalphrase und die Präpositionalphrase kommen in beiden Bäumen vor. Der einzige Unterschied ist, wie die in den ganzen Satz zusammengefügt werden. Also nur der obere Teil der Bäume unterscheidet sich. Also vielleicht kann ich die irgendwie kompakt speichern, ohne indem ich die gleichen gemeinsamen Konstituenten nur einmal ablege. Und das haben wir eigentlich schon, das ist nämlich das Chart. In dem Chart ist die Analyse der Konstituente hier nur einmal gespeichert und ich habe eben, wenn ich es dann top-down von oben nach unten auslese,
dann kriege ich für den einen Baum die Strukturen und lese für den zweiten Baum wieder die gleichen Strukturen aus. Deswegen bildet unser Chart eigentlich schon sämtliche möglichen Analysebäume oder alle möglichen Ableitungsbäume ab. Das Einzige, was wir noch tun sollten, ist die konstituenten Hypothesen, die in keinem der Ableitungsbäume vorkommen, entfernen. Das wäre in dem Fall nur diese eine Hypothese. Also wir löschen die, die nirgendwo vorkommen. Und dieses Ergebnis, das bezeichnet man als ein Parse Forest. Also das Chart bildet jetzt ein Parse Forest, in dem alle möglichen Analysebäume gemeinsam gespeichert sind. Und wie es hier angedeutet ist, alle Konstituenten, die mehrere gemeinsam sind, müssen nur einmal gespeichert werden. Und deswegen kann ich in dem Parse Forest auch tausende von Analysen sehr kompakt und effizient speichern. Und ziemlich zu Ende des Semesters werden wir sehen, wie sich dieser Parse Forest dann auch noch sehr effizient für bestimmte Algorithmen einsetzen lässt. Hier nochmal, das Beispiel finden Sie auch in dem Quellcode, den ich hochgeladen habe. Eine Erinnerung, wie Sie Parser in NRTK anwenden. Sie haben ja schon Grammatiken geschrieben. Hier ist nochmal ein Beispiel, wie Sie so einen Chart-Parser anwenden. NRTK implementiert einen allgemeinen Bottom-up-Parsing-Algorithmus, nicht den CYK-Algorithmus. Der ist dafür für beliebige Grammatiken anwendbar. Sie brauchen also keine Chomsky-Normalform, der passt mit jeder kontextfreien Grammatik, ist aber dafür auch nicht so effizient wie CYK. Aber für so kleinere Beispiele auf jeden Fall ausreichend. So, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es mit der Vorlesungsaufzeichnung gut klappt. Hier nochmal ein Executive Summary zur Erinnerung und wir sehen uns dann nächsten Dienstag um 10 Uhr.